Ling Long, guten Abend, meine Lieben. Auch von mir diesmal ein Wort zu diesem Jahr. Es war ein tolles Jahr, toll in Form von lauter Tollheiten. Aber naja, ich hatte gestern noch einen Beitrag gehört und langsam ist ja meine Einstellung auch mittlerweile so, lasse doch, es geht ja nicht anders im Moment und wir würden uns nur selber schaden. Man muss sich auch arrangieren können. Und jetzt gucken wir mal, wer die beiden sind. Ich verlinke euch das natürlich. Tichys Einblick. Ich bin da auf jeden Fall der absolute Zugucker. Gut leben, obwohl so viel verboten ist. Und das sollte man sich reinziehen, um zu sagen, ja, so kann man sich arrangieren. Und ich kenne es noch aus der DDR, man hat sich arrangiert. Und letzten Endes, man hat auch die Zeit erkannt. Und wenn man die Zeit nicht erkennt und sagt, ja, ich muss jetzt unbedingt mit dem Kopf durch die Wand, dann nützt man im Moment niemandem. Sondern ein kleines bisschen müssen wir noch uns arrangieren. Nicht warten. Wir tun was, natürlich, auf jeden Fall. Aber wir sollten auf jeden Fall am Ball bleiben und uns im Moment erstmal arrangieren. Die beiden sprachen zum Beispiel, und das hat mich so belustigt, die sprachen zum Beispiel über 1929, 30 ungefähr in der Zeit, als die Prohibition, also als das Alkoholverbot in den USA damals noch mit aller Macht durchgesetzt werden sollte. Die haben es ja auch beide gesagt und das weiß ja auch fast jeder. Es wurde damals in den USA mehr gesoffen, aber richtig mit beiden Händen, als vorher. Also, naja, dann ist es eben so. Ich glaube, die Grundstimmung an der Bevölkerung, die ist mittlerweile auch so, dass man mehr Witze über die ganze Sache macht und naja, ja, je nochmal. Dann arrangieren wir uns eben erstmal. Unsere Zeit kommt. Liebe Leute, ich wünsche euch ja, schöne, geruhsame Feiertage. Also nehmt es einfach als Feiertage, ob man nur an was glaubt oder nicht, ist vollkommen egal. Nehmt es einfach als Feiertage in der Familie, macht was draus. Einen lustigen Jahreswechsel wünsche ich euch auch. Ich glaube, ich werde beides haben und ja, alle guten Wünsche. Und vielleicht fällt mir noch vorher irgendwas Fachliches ein, was ich noch als Video gestalte. Aber das soll erstmal meine guten Wünsche darstellen für diese nächste Zeit. Wie auch immer, arrangieren wir uns und tun wir was. Was Gutes. Also, alles Gute. Bis dann. Tschüss.